Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Z-Guide und heute zeige ich euch die Asche des Soldaten des Harlekbaums. So heißt es. Ich befinde mich immer noch in Miquellas Harlekbaum und am 6. Gnadenpunkt Elfa Innenwall finde ich mich und von hier aus möchte ich da hinkommen. Ist etwas tricky. Man kann hier rausrennen und an ganzen Gegnern vorbei. Ist gar nicht so schlimm, wie es erst klingt, aber es gibt noch einen besseren Weg. Man kann ihn immerhin versuchen. Falls es nicht klappt, kann man immer noch rennen. Man klettert auf jeden Fall diese Leiter nach oben. Hier oben hatte man den Harlekbaum-Ritterhelm gefunden, bei dieser Leiche hier. Und normalerweise komme ich von hier oben runtergesprungen hier rein. Das ist der bessere Weg. Deswegen liegt da unten auch noch alles. Man kann aber auch wieder zurückspringen, ist aber etwas tricky. Ach, man kann es schaffen. Also. Vielleicht schafft ihr es ja. Jetzt heißt es erstmal rennen. Und ausweichen. Voll heilen. Gutes Beides zeigen. So, hier runter. Repariert sie einfach alle. Das sind ein paar. Noch einer. Ausdauer regenerieren. Und weiter geht's. Und hier oben ist schon die Asche. Asche der Soldaten des Harlekbaums. Und direkt Schaderschwoll. Asche der Soldaten des Harlekbaums. Asche, in der noch eine Geist verweilt. Hiermit ruft ihr die Geister von 4 Soldaten des Harlekbaums. Die Geister gewöhnlicher Soldaten, die das heilige Licht in sich tragen, sind sie geschwächt. Sind sie geschwächt, explodieren sie in einem allerletzten Angriff. Dies war die bittere Erkenntnis der verzweifelten Soldaten, die im verfaulten Harlekbaum die Rückkehr ihres Fürsten harrten. Möge unsere blitzende Tode Miquellas Rückkehr herbeiführen. So sollten sehen die Soldaten aus. Angriff! Stark. Richtig starker Anruf von mir. Und? Alle tot? Fast. Das war es für dieses Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Guides zu verpassen. Euer Z-Guides. Haut rein. Ciao.